Die wissenschaftliche Tagesschau heute, News für Gebildete, 14.04.2020, die 13-Uhr-Ausgabe, heute in zwei Teilen, dies ist der erste Teil. SPD-Vorstand Walter Borjans hat sich irgendwie ungefähr ausgesprochen für eine Lockerung der Maßnahmen. Ja, da denke ich auch, die SPD sollte dich doch nicht reinfallen auf Big Pharma. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder was behauptet, ne? Und das muss ich jetzt mal kurz beweisen. Wie funktioniert in der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie, wie funktioniert dieser pharmazeutisch-medizinisch-industrielle Komplex sozusagen? Hier vor 170.000 Jahren der erste Heiler und Medikamentenentwickler der Welt. Und er sagt die Wahrheit, er lebt in der Wahrheit und sagt, ja, liebe Leute, ihr müsst einfach euren gesunden, naturbelassenen Lebensstil weiterführen, dann habt ihr starke Immunsysteme und dann braucht ihr mich eigentlich gar nicht mit meiner Heiltränkeherstellung, meiner Medikamentenfrühformen und mit meinen Beratungen dann nicht mehr. Na, das ist die Wahrheit, ne? Und so weiter. Und dann sagt er noch, nee, aber ihr müsst ganz vorsichtig sein, also mit diesen ganz neumodischen, die Händler mittlerweile rumtransportieren, diese denaturierten Lebensmittel, die sie billig anbieten, das ist der Tod, das ist die Schwächung eures Immunsystems und der Tod. Und dann taucht irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion, dem bedeutsamsten Naturgesetz des Universums, taucht automatisch auch mal ein Heiler auf, der sich irrt, also und ein Medikamentenhersteller, der sich irrt und der sagt, nein, also ihr könnt unbedenklich diese denaturierte Nahrung der Händler kaufen, das ist doch auch viel billiger und was ihr stattdessen braucht, sind meine Heiltränke, meine Medikamente, meine Impfungen, meine Strahlentherapien, meine Operationen und so weiter. Das hat euch gefehlt. Das war nichts mit der Nahrung, sondern das hat euch gefehlt. Und so, dieser wird jetzt viel verdienen, der wird wenig verdienen, weil die Leute ihn nur einmal seinen Rat brauchen und dann nie wieder. Deswegen wird diese Wanderpraxis nach drei Generationen geschlossen und diese hier, der kann gleich zwei Nachkommen ernähren und dann hier und dann entsteht eine ganze Großfamilie der Medizinprofessoren und Pharmazieprofessoren und pharmazeutischen Firmen, die alle sehr gut verdienen, weil ihr ganzes Handeln auf Tausenden von solchen gewinnbringenden Irrtümern fußt. Das ist also der naturwissenschaftliche, naturgesetzlich bewiesene Grund, warum man eben Big Pharma und Medizinprofessoren und Pharmaprofessoren kein einziges Wort glauben sollte, denn sie meinen es nicht böse, sie sind keine bösen Menschen, sondern sie irren sich nur und Irrtümer sind lebensgefährlich für uns. Ne? Also deswegen so viel nur zur Beweisführung, die muss ja in jeder Sendung drin sein. Und dann geht es hier weiter. Wo sind wir? Hier waren wir gewesen. Ne? Ja. Eine Sendung zeigt, eine Internet-Fernsehsendung zeigt, man darf bei Veranstaltungen der Linken durchaus mit verfassungsfeindlichem kokettieren, so mit diesem, jeder hat das bestimmt schon gesehen, mit diesem Reiche erschießen, egal ob es noch so humorig gemeint ist und dann Arbeitslager oder wir werden sie nützlichen Arbeiten oder so ähnlich zuführen, ne? Und so weiter. Und dann auch einer hat sich dann geäußert, Staatsknete abgreifen und der Antifa zuführen und so weiter. Also man kokettiert immer noch mit, man liebäugelt immer noch mit der Gewalt im linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Randbereich und die Linke
liebäugelt offensichtlich auch selber natürlich immer noch damit. Ne? Und das wurde jetzt in dieser Sendung deutlich. Dann Dr. Med-Rüdiger Dahlke, ja, der hat ja auch schon kritisiert gehabt, dass die ganze Gesellschaft und die Ärzte, dass die Ärzte zunehmend mit Ängsten agieren und arbeiten. Das habe ich ja auch schon selbst erlebt. Also sozusagen einfach, es sind zwei Dinge, die sich Ärzte mittlerweile angewöhnt haben, weil es einfach mehr Geld bringt. Druck machen auf die Patienten und in Ängste versetzen. Ne? Das sind die zwei, das heißt, der Arzt geht auf, weil das mittlerweile ein erzkapitalistisches Geschehen ist, also ein sozial-marktwirtschaftliches Geschehen im Sinne der freien Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall, also das ist ja der Chefideologe der freien sozialen Marktwirtschaft, des Neoliberalismus heutzutage, ja, in den Internetsendern sozusagen, Fernsehsendern. Und ja, er ist sozusagen, ja, sozusagen, wenn man als Arzt, wenn man die Medizin eben dem freien Markt überlässt, entsteht genau das. Der Arzt hier, der in der Wahrheit ist, der macht keine Ängste, der macht keinen Druck, seine Produkte zu kaufen, aber der hier macht Druck wie ein Versicherungsvertreter sozusagen. Ja, wenn Sie die Versicherung nicht bezahlen und Sie fallen tot um, dann wird es ganz schrecklich für Ihre Familie und so weiter. Und Sie fallen tot um und laufen aus oder Sie fallen um und laufen aus. ich habe sowas selbst mal live erlebt, ne, in so einer Drückerausbildung für Versicherungen, ja, und so weiter. Das ist wirklich der Hammer. Und genauso ist mittlerweile der Arzt durch den freien Markt, das Dr. Markus Krall ja genötigt, mit solchen Ängsten zu arbeiten. Und dann auch wird ja Tagesschau mit Herz, also es gibt jetzt, wir haben Konkurrenz bekommen, ne? Also hier ist eine Tagesschau erschienen, die einfach nur das normale Videomaterial der Tagesschau verwendet und dann eben nur rechts so ein schönes Herzchen einblendet. Also man könnte sagen, die Tagesschau mit Herz, die sagen, also da wird mit der Urangst des Erstickens gearbeitet. Also die haben wohl so ein Papier analysiert der Regierung oder aus irgendwelchen regierungsnahen Kreisen. Und da geht es eben, dass man eben möglichst mit der Urangst des Erstickens arbeiten solle. Und weg und dass man wegkommen solle von, ja, eben letztendlich von kommunalem Leben oder so etwas, ja, von dem Kommunen, ja. Ja, ich kann es jetzt nicht genau lesen, also auf jeden Fall diese Tagesschau mit Herz. Der Sender heißt übrigens Sendungsbewusstsein, der Internetfernsehsender scheint neu zu sein. Die haben das ganz lustig gemacht, ist also schon sehr unterhaltsam, ja. Und ja, und man solle wegkommen, haben die dann berichtet, dass man solle ja wegkommen laut diesem Papier von der Fallsterblichkeitsrate, denn ich sage es mal so, die würde wahrscheinlich nicht angstmachend genug aussehen, die würde die Leute nicht genug erschrecken sozusagen. Und ja, dieser Sender, Sendungsbewusstsein, ist quasi, letztendlich feuert er dann auch eine indirekte Breitseite gegen Dr. Markus Krall ab, sozusagen, indem sie so Dinge sagen wie das Gefühl, das gemeinsam distanziert zu fördern, das sei die Aufgabe, also irgendwie das Gefühl, das gemeinsam distanziert zu fördern, was im Grunde das Endziel des Neoliberalismus darstellt. Die Aufhebung jeglicher sozialer Strukturen zur Schaffung individualisierter Konsumenten. Das erinnert mich doch sehr stark an Kralls
Ideologie des Individualismus. Genau, der einsame, kaufsichtige Single, der Next Scientist for Future.de lässt grüßen. Ne? Der einsame, kaufsichtige Single, das ist der Individualismus. Und wie gesagt, Krall hat das nicht mit böser Absicht im Kopf. Er glaubt wirklich an diese Konzepte, die aber in Wirklichkeit Evolutionen auslösen, die beim einsamen, kaufsüchtigen Single halt enden. Und da, ich lese es nochmal vor, weil es so eine gewisse Nähe zu den Next Scientist for Future in der Analyse hat. Das Gefühl, das gemeinsam distanziert zu fördern, was im Grunde das Endziel des Neoliberalismus darstellt. Die Aufhebung jeglicher sozialer Strukturen zur Schaffung individualisierter Konsumenten. Ja, das ist es, ja. Das ist die Absage an Kralls freie soziale Marktwirtschaft. Ne? Da haben sie recht, die jungen Leute. Und dann sprechen sie auch noch das Stichwort statt Big Pharma, sprechen sie von Big Corporate, also sozusagen, ja, ja. Und dann wird noch in der Sendung, in der Tagesschau mit Herz, wird noch Bill Gates gezeigt und ein Impfspritzenüberfall dramatisch inszeniert. Ne? Das ist natürlich wirklich lustig gemacht. Ne? Das sollte man sich mal anschauen. Ja, das heißt also, was mir daran nicht gefällt, ist so diese Feindschaft. Ich muss es noch mal ganz kurz schon mal andeuten hier. Hier, Bill Gates und so weiter. Also was natürlich diese jungen Leute immer den gleichen Fehler machen. Immer diese Feindschaft, ja, anstatt ein für alle Mal zu akzeptieren, dass wir nach wie vor einfach nur Sklaven sind, ja, die über 2000 Milliardärskönige regieren nun mal die Welt und wir sind nur Sklavenvieh und wenn die uns alle 7 Milliarden mit Spritzen zu Tode spritzen wollen, mit Impfspritzen, dann machen die das halt, ja. Das Einzige, was geht, die haben nun mal die Macht und das jetzt bitte, lieber Zuhörer, wenn Sie das jetzt ein für mal, alle mal akzeptieren, dann kann das doch auch entspannend wirken. Nicht immer dieses Ankämpfen wollen gegen Windmühlen. Ne? Wir müssen ein für mal, alle mal existieren, dass halt Bill Gates, der Besitzer der Weltgesundheitsorganisation, der WHO ist und einer eigenen Pharmafirma, die eben auch diese Impfungen entwickelt und so weiter. Aber dass er es eben gut meint, sich total irrt, er hat eine falsche Einschätzung der gesamten medizinischen Weltlage. Und wenn aber er jetzt entscheidet, dass wir alle totgespritzt werden mit einer gefährlichen, ungetesteten Impfung, dann ist das halt so. Nein, wir müssen endlich alle wegkommen von diesem, das ist die bösen Reichen und so, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir mit Bill Gates liebevoll sprechen darüber, wie sein Leben zerstört wird durch all das, was wir haben, nämlich durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, dass wir dadurch ja alle zerstört werden. Und das Bill Gates, wir müssen ihm liebevoll mitteilen, dass alle wissenschaftlichen Hinweise dafür sprechen, dass er selbst nur mit 5% der Menschen möglichen Lebensqualität lebt, nur mit 37% der möglichen Gesundheitserwartung lebt und nur mit 63% der Langlebigkeit lebt, die diese Welt eigentlich ihm zu bieten hätte. Und dann gewinnen wir einige dieser Milliardärskönige und dann schaffen wir alle den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise dem Kapitalismus. Also endlich muss endlich mal Schluss sein mit diesem Gegeneinander, mit diesen Feindbildern. Das ist so krank. Das ist doch, vor allem sind diese Feindbilder natürlich das Grundelement des Kapitalismus. Ne? Indem ich Feindbilder schaffe, kann ich Waffen verkaufen und so weiter. Ja, also das heißt, Feindbilder, liebe Leute, eure eigenen linkslastigen Feindbilder sind doch eigentlich nur, dass ihr
Sklaven des Kapitalismus seid. Ja, Feindbilder sind das Wesen des Kapitalismus. Revolutionen ermöglichen auch Waffenverkäufe und so weiter und Waffenkonsum und Munitionskonsum. Ja, da schlägt man sich gegenseitig die Bäuche nicht mit Mozartkugeln ausnahmsweise mal voll, sondern mit Bleikugeln. Das ist nichts anderes als Konsum, kapitalistischer Konsum. Also, liebe Linke, sobald Sie ein Feindbild im Kopf haben, sind Sie kapitalistisch. Sie sind nicht der Gegner des Kapitalismus oder der Kritiker des Kapitalismus, sondern Sie sind Sie sind Kapitalismus mit Ihrem Feindbild und Ihrem Hass auf besondere, angeblich mächtige und reiche Menschen. Ja, lassen Sie ihnen doch erstmal die Macht und so weiter und lassen Sie uns doch erstmal ein liebevolles Leben mit den Milliardärskönigen finden. Und wenn die dann sich liebevoll wieder uns zuwenden und wieder Schenker werden, wie das in der Evolution war, dann ist das doch ist auch wieder alles in Ordnung. Und also jetzt geht's weiter mit der zweiten 13 Uhr Sendung heute. Bitte einschalten, die heißt dann wohl, glaube ich, soll wohl dann genannt werden oder gesendet werden unter der Nummer 412, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, das war jetzt die laufende Nummer 411. Tschüssi!